Hi, ich bin Wolli und werde euch jetzt mal kurz erklären, wie man einen Elektroschocker, kurz einen Handyrekorder H4 von Zoom, bedient. Zuallererst muss das Gerät eingeschaltet werden. Das geschieht durch die Taste On-Off an der Seite des Geräts. Wenn das geschehen ist, fährt das Gerät hoch. Das braucht ein paar Sekunden, das ist aber kein Problem. Jetzt steht da No Data. Und wir werden zuerst mit den internen Mikros, diesen Geräten hier, eine Aufnahme machen. Dazu muss nicht mehr gemacht werden, als im Menü sichergestellt sein, das ist der Menüknopf, im Input-Menü vielmehr, dass die internen Mikros ausgewählt sind. Also einmal nach unten skippen und wir sehen schon links, dass man die internen Mikros benutzen kann. Müssten wir sie jetzt umstellen, würden wir das Jog-Dial an der Seite benutzen. Wenn man nämlich da drauf drückt, zack, ist das markiert und man könnte mit hoch oder runter die anderen Ausgänge anwählen. Wir tun das hier auch nicht und benutzen das interne Mikrofon. Ich bestätige also noch einmal hier auf Menü einfach drücken, dann bin ich schon wieder im normalen Menü. Wenn man jetzt hier einmal auf Record drückt, fängt es an zu blinken. Und wenn ich spreche, seht ihr, dass es einen Ausschlag gibt. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass die Aufnahme schon läuft, weil, wie ihr hier oben seht, keine Zeit läuft. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, läuft die Zeit und eine Aufnahme wird gestartet. Also das, was ich gerade sage, wird auch auf dem H4-Rekorder aufgenommen. Wenn man nun aber ein Interview führen möchte, was macht man dann? Dann nimmt man ein externes Mikrofon, was den Störschall abhält. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wenn man ein externes Mikro benutzen will, muss man es erst einmal anschließen. Ich benutze dafür den Input 1 Kanal, stecke also das XLR-Kabel rein und hier ist es natürlich auch schon eingesteckt. Jetzt kann die Aufnahme quasi losgehen. Um das externe Mikro zu benutzen, muss ich jetzt im Input-Menü einmal von internen Mikros mit dem Jog-Dial an der Seite auf interne Eingänge 1 und 2 umstellen, nochmal bestätigen und einfach auf Menü drücken. Jetzt können wir mit dem externen Mikro, wenn wir hier einmal die Record-Vorauswahl gedrückt haben, anfangen aufzunehmen und ihr seht, dass nur auf einem Kanal aufgenommen wird. Immer ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr das externe Mikro richtig angeschlossen habt. Wenn ich jetzt nochmal hier drauf drücke, fängt die Aufnahme mit dem einzelnen Mikro an zu laufen. So, um die Aufnahme zu stoppen, drückt man noch einmal hier drauf und es ist geschehen. Wir haben mit einem externen Mikro aufgenommen. Wenn ihr jetzt Audiomaterial mit dem Elektroschocker aufgenommen habt, müssen die Daten dann natürlich auch runter. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr öffnet das Gerät vorne und holt die SD-Karte raus und tut sie in einen SD-Kartenleser oder in einen Slot von eurem Laptop. Oder ihr schließt den Elektroschocker direkt via Mini-USB an einen PC an. Dazu müsst ihr nicht mehr tun als ein USB-Kabel hinten in den Rechner stecken und die Mini-USB-Klinke hier in diesem Slot einführen. Dann springt nämlich automatisch der Zoom-Recorder an und ihr könnt per Jog-Dial auswählen, ob ihr denn das Gerät als externe Soundkarte benutzen möchtet, was wir in diesem Fall nicht möchten, sondern wir möchten direkt zum PC connecten. Einmal bestätigt, sagt er Please Wait, und verbindet sich mit dem PC und wird dort als Massenspeicher erkannt. Wie man sieht, gibt es keine Probleme bei der Erkennung. Ihr könnt also einfach auf Ordner öffnen gehen und die Daten aus dem Stereo-Ordner herauskopieren. So ein Elektroschocker kann natürlich noch viel mehr, aber mit diesen grundlegenden Features, die ich euch eben gezeigt habe, müsstet ihr eigentlich über die Runden kommen.